Vortrag des Studium Generales im Wintersemester 2020/21. Ursprünglich hatten wir diese Veranstaltung als hybride Veranstaltung geplant. Nun werden wir diese ersten Vorträge ausschließlich online übertragen können. Vielleicht haben wir Glück und im Januar können dann die ersten Zuschauer, Zuhörer wieder zu Vortrag uns. Vortrag des Studium Generales im Wintersemester 2020/21. Da gab es gerade eine Doppelung. Ja, vielleicht haben wir Glück, dass im Januar die Zuhörer dann auch wieder direkt in den Hörsaal kommen dürfen, wobei da auch schon jetzt klar ist, nur angemeldete Zuhörer. Im Semester bieten wir neben den Vorträgen Wissenschaft im Dialog, wo heute der Auftakt gesetzt wird, die Ringvorlesung zur Technologieforschung im Kontext der Digitalisierung. Das wird eine Vortragsreihe sein, die Anfang des Jahres im Januar stattfinden wird. Und wir bieten ebenfalls Anfang des Jahres ein Webinar zum Thema China verstehen an. Ja, das sind im kurzen Überblick die Angebote des Studium Generale im Wintersemester, das jetzt startet. Nun aber zum heutigen Vortragenden. Wir haben heute eingeladen Herrn Professor Dr. Emil Wiedemann. Er ist Leiter des Instituts für angewandte Analysis hier an der Universität Ulm. Er hat Mathematik und Physik studiert, zunächst an der LMU in München, hatte dann auch einen Auslandsaufenthalt an der Universität of Cambridge. Seine Promotion hat er an der Universität Bonn gemacht, hat dann als Postdoc an der British Columbia in Vancouver gearbeitet und dann war er als erstes mit einer Professur am Institut für angewandte Mathematik an der Leibniz-Universität in Hannover. Wir freuen uns, seit 2018 ist er bei uns hier an der Universität Ulm und forscht im Bereich Analysis partieller Differentialgleichungen, Variationsrechnungen, mathematische Probleme und Strömungsmechanik. Ich muss ehrlich sagen, bei manchen Sachen weiß ich gar nicht genau, was sich dahinter verbirgt, aber Sie geben uns ja heute dazu auch einen Einblick und der Vortragstitel selbst lautet Schlüsseltechnologie oder Glasperlenspiel zur Bedeutung der Mathematik für die Naturwissenschaften. Wir freuen uns sehr, Herr Wiedemann, dass Sie uns heute diesen Vortrag halten und für alle Teilnehmenden noch, Sie haben die Möglichkeit, entweder per E-Mail an die E-Mail-Adresse des Studium Generale oder aber über den Chat bei YouTube Fragen zu stellen. Wir werden diese sammeln und dann im Anschluss an den Vortrag auch behandeln. Herr Wiedemann. Ja, Herr Dr. Marquardt, herzlichen Dank für die nette Einführung und vor allem für die Einladung zu diesem Format, was ich ein sehr schönes Format finde. Es ist ja wichtig, dass wir nicht nur in unseren Büros sitzen und tolle Arbeit machen, sondern diese Arbeit auch innerhalb Ulms und darüber hinaus auch gegenüber Menschen vorstellen, die in unserer engen Forscher-Community mitarbeiten. Das ist also das Ziel und ich teile meinen Bildschirm jetzt mit Ihnen, so dass Sie hoffentlich den Vortrag sehen können und schalte auf den Präsentationsmodus, damit wir das hier alles voll im Blick haben. Ja, für Mathematiker ist es immer recht schwierig mitzuteilen, woran wir arbeiten. Das Fach ist hochspezialisiert, das Fach ist sehr weit fortgeschritten, weil es eben seit Hunderten oder sogar Tausenden Jahren betrieben wird und da doch ein gewaltiger theoretischer Apparat entstanden ist in der Zeit, den man jetzt nicht im Rahmen eines solchen Vortrags teilen kann. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht mehr auf die Grundlagen zu gehen und ja, Ihnen einerseits zu zeigen, wozu Mathematik nützlich ist und andererseits das auch zu hinterfragen, wie kann Mathematik überhaupt nützlich sein und ist das die einzige Leistung, die Mathematik erbringt, nützlich zu sein. Und all dies verbirgt sich hinter diesem etwas erklärungsbedürftigen Titel Schlüsseltechnologie oder Glasperlenspiel. Das werde ich am Anfang des Vortrags erläutern, was damit gemeint ist. Und dann werde ich versuchen, diese scheinbare Diskrepanz
zwischen diesen beiden ja konträren Sichtweisen auf die Mathematik aufzuheben oder zu nivellieren. Der erste Begriff ist, glaube ich, relativ einleuchtend. Eine Schlüsseltechnologie, das ist eben eine Technologie, die in vielen Bereichen der modernen Gesellschaft von Bedeutung ist. Und genau das ist Mathematik, wenn man Herrn Pesch, Numeriker aus Bayreuth, Glauben schenkt, der hier in einem Buch, das jetzt auch schon ein bisschen angejahrt ist, im Klappentext Folgendes schreibt: Die Mathematik ist eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. Unaufhaltsam und nahezu unbemerkt durchdringt sie immer mehr unseren Alltag. In der Luft- und Raumfahrt, der Robotik, der Fahrzeug- und Verfahrenstechnik und der Ökonomie. Man würde heute vielleicht hinzufügen und auch der Epidemiologie. Das ist ja im Moment eine ganz wichtige Geschichte. Der Leser erfährt, wie man heute Flugbahnen von Raumfahrzeugen, Bewegungen von Robotern oder den Verlauf chemischer Prozesse optimiert oder wie neue Kraftfahrzeuge getestet werden, noch bevor teure Prototypen entstehen. Das ist ja im Grunde wie eine Werbebroschüre für Mathematik. Das ganze Buch ist im Grunde wie eine Werbebroschüre für Mathematik. Es ist nicht ganz mein Stil. Ich würde so nicht schreiben, aber in der Sache hat der Kollege natürlich recht. Mathematik hat, und das ist eigentlich ein Allgemeinplatz, eine ganz wichtige Rolle für kontemporäre Technologien. Aber man kann Mathematik auch ganz anders betrachten, nämlich als Glasperlenspiel, wenn man so will. Das ist ein Begriff, den ich natürlich von Hermann Hesse hier geklaut habe, aus seinem Roman, in dem dieses Glasperlenspiel vorkommt, aber auch nicht wirklich vorkommt. Es bleibt immer ein bisschen mysteriös, was das genau für ein Spiel ist. Man erfährt eigentlich nur so viel, dass es in einem geheimen Mönchsorden gespielt wird, und zwar auch längst nicht mehr mit materiellen Glasperlen, sondern nur noch in abstracto. Und dieses Spiel ist also eine ganz abstrakte Sache, die um ihrer selbst willen gespielt wird. Also das Glasperlenspiel, das weist nicht über sich selbst hinaus, sondern es wird für sich selbst und um seiner selbst willen gespielt. Und es ist nur wenigen Eingeweihten zugänglich, die dieses Spiel beherrschen. Da gibt es sicherlich Anknüpfungspunkte an bestimmte Klischees, die über Mathematik bestehen. Also auch fortgeschrittene Konzepte der Mathematik werden nicht von allen Menschen gleichermaßen gekannt und verstanden. Und in bestimmten Sichtweisen auf Mathematik handelt es sich eben doch um eine ganz abstrakte Tätigkeit, die nicht über sich selbst hinausweist. Und eine philosophische Strömung, die das sehr stark betont hat, ist der sogenannte Formalismus, der von David Hilbert begründet wurde. David Hilbert, und jetzt zitiere ich aus einem Eintrag in der Stanford Encyclopedia of Philosophy: David Hilbert thought that higher mathematics is no more than a formal game. The statements of higher order mathematics are uninterpreted strings of symbols. Proving such statements is no more than a game in which symbols are manipulated according to fixed rules. Also hier wird Mathematik plötzlich ganz anders beschrieben als zu Beginn des Vortrags, nicht als irgendetwas, das mit der Realität zu tun hat, sondern im Gegenteil als eigentlich nur ein Spiel. Ja? Ein Spiel, das gar keinen Gegenstand hat, so wie das Schachspiel ja nicht um etwas anderes geht. Es gibt sozusagen keinen Gegenstand des Schachspiels, es gibt nur das Spiel an sich. Und wenn man Formalist ist als Mathematiker, dann betrachtet man Mathematik in ähnlicher Weise als etwas, das nicht über sich selbst hinausweist, das nur um seiner selbst willen betrieben wird und das eigentlich keinen richtigen Gegenstand hat. Es geht nur darum, nach vorgeschriebenen Spielregeln bestimmte Formeln oder Ketten von Zeichen, von Symbolen umzuformen. Und am Anfang steckt man was rein und nach diversen Umformungen kommt was raus. Und das ist dann das Theorem, das man damit bewiesen hat. Das ist das Spiel der Mathematik.
Und jetzt ist natürlich klar, wenn ich vortragen möchte über das Verhältnis von Mathematik und Naturwissenschaften, dass dieser zweite Ansatz von Hilbert nicht unbedingt sehr vielversprechend scheint, um das Verhältnis zwischen Mathematik und Naturwissenschaft zu klären, ja, oder jedenfalls zu etablieren. Ich sollte unbedingt dazu sagen, dass Hilbert jetzt keineswegs ein verschrobener reiner Mathematiker war, dem alles andere egal war, der die Wichtigkeit der Mathematik nicht auch im Anwendungsbezug gesehen hätte. Also Hilbert hat tatsächlich unglaublich bedeutende Beiträge zu Beginn des oder um die Jahrhundertwende, um 1900 geleistet, nicht zuletzt für die theoretische Fundierung der Quantenmechanik. Also ich möchte hier nicht den falschen Eindruck geben, dass Hilbert nicht auch im Bereich der Anwendungen und der Physik eine große Rolle gespielt hätte. Aber ja, wenn man das eben gegenüberstellt, Mathematik und Naturwissenschaft, ausgehend von dieser Idee des Glasperlenspiels, des Formalismus, dann sieht man doch bestimmte Differenzen, die einen vielleicht beunruhigen. In mindestens drei wichtigen Ebenen hat man sehr wichtige Unterschiede zwischen Mathematik und Naturwissenschaften. Zum einen im Untersuchungsgegenstand. Ich habe gerade gesagt, wenn man Formalist ist, dann sagt man, Mathematik hat überhaupt keinen Untersuchungsgegenstand. Es gibt sozusagen mathematische Objekte gar nicht. Das ist eine sehr radikale Position zur Ontologie der Mathematik. Aber auch wenn man gemäßigtere Standpunkte vertritt, irgendeine Form von mathematischem Platonismus, dann wird man doch die Untersuchungsgegenstände der Mathematik als abstrakter fassen. Denn was sind Zahlen, was sind geometrische Figuren, was sind Funktionen und Vektorräume und so weiter? Das sind natürlich keine materiellen Dinge, die man anfassen könnte. Das sind abstrakte Konzepte. Und in den Naturwissenschaften geht es selbstverständlich um Dinge, die man beobachten und zumindest potenziell anfassen könnte. Gut, Himmelskörper ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber Himmelskörper ist auf jeden Fall ein materielles Objekt und in ähnlicher Weise sind das andere Gegenstände der Naturwissenschaften. Aber auch methodisch unterscheiden sich diese beiden Fachgruppen sehr stark. Die Mathematik geht axiomatisch-deduktiv vor und das werde ich gleich erläutern. Und die Naturwissenschaften gehen empirisch-induktiv vor. Das, glaube ich, ist bekannt, was empirisch bedeutet. Das bedeutet, man beobachtet die Natur entweder direkt oder mit Hilfe von Messgeräten oder im Labor. Aber auf jeden Fall trifft man Beobachtungen und Messungen und erhebt Daten, die aus der realen Welt kommen. Also ich kann als Naturwissenschaftler nicht mich in den Lehnstuhl setzen und mir alles ausdenken, sondern so wie ich das potenziell als Mathematiker könnte, sondern ich muss irgendwie rausgehen in die Welt und gucken, was es da gibt und wie sich die Wirklichkeit tatsächlich verhält. Das ist empirisches Arbeiten. Ja, und ein dritter Unterschied besteht in der Qualität der Erkenntnisse. Ich meine hier um Gottes Willen Qualität nicht wertend. Ich meine Qualität im Sinne von Beschaffenheit. Also die Beschaffenheit oder die Natur der Erkenntnisse ist sehr unterschiedlich zwischen Mathematik und Naturwissenschaften. Ich meine damit keinesfalls, dass jetzt die Erkenntnisse aus dem einen oder anderen Bereich irgendwie besser oder höherwertig wären. Ne? Aber wie unterscheiden sich die Erkenntnisse? Nun, die mathematischen Erkenntnisse bieten, zumindest ist das so die Mainstream-Meinung in der Philosophie der Mathematik, dauerhafte und unumstößliche Gewissheiten. Wenn Pythagoras den Satz des Pythagoras vor 2.500 Jahren bewiesen hat, was er sicher nicht gemacht hat, und man weiß nicht mal, ob der Satz des Pythagoras irgendwas mit Pythagoras zu tun hat, aber jedenfalls, wenn irgendjemand vor sehr langer Zeit den Satz des Pythagoras bewiesen hat, dann bleibt dieser gültig für alle Zeiten in völlig unzweifelhafter Weise, weil der Beweis ja erbracht ist und dieser Beweis so zwingend ist, dass man zu keinem anderen Schluss mehr kommen kann.
Und das ist in der Naturwissenschaft anders. Wir erleben das auch gerade in der Pandemie. Wenn neue Erkenntnisse empirischer Art zum Beispiel vorliegen, wenn eine Messung genauer vorgenommen wird und dann vielleicht Diskrepanzen festgestellt werden zu früheren Messungen, dann muss man unter Umständen die bisherigen Erkenntnisse aktualisieren oder sogar gänzlich ersetzen. Das heißt, die Erkenntnisse der Naturwissenschaften sind niemals so gewiss und unumstößlich wie diejenigen der Mathematik. Und das ist ein Grund, warum Mathematik immer schon auch über das eigene Fach hinaus so eine große Anziehung, gerade bei Philosophen, ausgeübt hat, diese Zuverlässigkeit der Methode der Mathematik. Da haben wir zum Beispiel René Descartes, den wir letztes Jahr in Ulm gefeiert haben, weil Descartes eine besondere Beziehung zu Ulm hat. Er hat nämlich in Ulm oder in der Umgebung, als er, soweit ich weiß, als Soldat kämpfte, gewisse Visionen gehabt, die ihn dann auf die Spur brachten für seine Philosophie des radikalen Zweifels. Und um diesen radikalen Zweifel auszuräumen, musste Descartes sich vergewissern, dass Gott existiert. Und er wollte ja einen Gottesbeweis führen, der so zwingend ist wie die Erkenntnisse der Geometrie oder der Mathematik. So müsste doch, schreibt er, das Dasein Gottes für mich zumindest denselben Gewissheitsgrad haben, den bisher die mathematischen Wahrheiten hatten. Und weiter, ich glaube zwar, dass die Gottesbeweise, die ich hier benutze, an Gewissheit und Evidenz den geometrischen gleichkommen oder sie sogar übertreffen. Also das deutet darauf hin, dass Descartes die Erkenntnisse der Mathematik als Vorbild genommen hat in ihrer Gewissheit und Unumstößlichkeit, um sozusagen den Rest der Philosophie, der in seiner Auffassung mit der Existenz Gottes beginnt, dann in eben solcher Sicherheit gründen zu können. Und da war Descartes zu der Zeit nicht der Einzige, also in der frühen Neuzeit. Also denken Sie an Spinoza, der wiederum eine Ethik aufbauen wollte nach dem Vorbild der euklidischen Geometrie und so weiter. Das war eine ganz wichtige Idee in der Philosophie, im Rationalismus der frühen Neuzeit, dass alle Wissenschaften so gründlich und genau arbeiten sollten wie die Mathematik. Aber wie gelangt man jetzt zu solchen Gewissheiten? Ich habe schon erwähnt, die Methode der Wahl ist axiomatisch deduktiv. Wir müssen also diese Begriffe bestimmen. Axiome zunächst mal, ja, das sind grundlegende Aussagen, die keiner Begründung bedürfen. Das klingt zunächst mal seltsam, denn es ist natürlich, oder man denkt zumindest, es sei die Aufgabe der Wissenschaften, jede Aussage, die sie treffen, auch zu begründen. Das unterscheidet uns von Menschen, die Aussagen treffen in unwissenschaftlicher Weise. Die sind vielleicht nicht in der gleichen Weise begründet wie die Aussagen, die man als Wissenschaftler trifft. Und deswegen wirkt es vielleicht auf den ersten Blick befremdlich, dass es nun Aussagen geben soll, die Wissenschaftlichkeit beanspruchen dürfen, die aber nicht begründet werden können. Das Problem ist einfach das, wenn Sie eine Aussage begründen, dann müssen Sie diese Aussage mit anderen Aussagen begründen. Also man fragt, warum ist das so und so, und man gibt dann Gründe dafür an. Aber diese Gründe selbst müssen ja auch wieder bewiesen oder belegt oder begründet werden. Und die Gründe für die Gründe müssten eigentlich wieder begründet werden. Das heißt, man gerät in einen unendlichen Regress, der kein Ende hat. Ja, und deswegen hat schon Aristoteles erkannt, dass man das nicht ad infinitum treiben kann, sondern dass man seine Wissenschaft auf, wie er sagte, auf Archä, und heute würde man vielleicht Axiome sagen, begründen muss. Aber ich will Sie davon überzeugen, dass diese Axiome nicht völlig willkürlich sind, sondern dass sie einfach das wiedergeben, was jeder eigentlich ohne weitere Begründung auch akzeptieren würde.
Und ich will Sie auch davon überzeugen, dass diese Idee der Axiomatik oder der Archä nicht nur in der Mathematik relevant ist, sondern auch in der Philosophie spielt das zum Beispiel eine Rolle. Jeder kennt diesen Bibelspruch, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Das ist vielleicht die bekannteste Formulierung eines ethischen Universalitätsprinzips, das im Grunde Ethiker, egal aus welcher Richtung sie kommen, ob das Utilitaristen sind oder Kantianer, doch auch teilen würden. Wie würde man das begründen? Ich sehe keine große Möglichkeit zu begründen, diesen ethischen Anspruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, sondern das ist unmittelbar einleuchtend. Und wem das nicht unmittelbar einleuchtet, den würde man vielleicht als Soziopathen bezeichnen, aber der steht auf jeden Fall in irgendeiner Weise außerhalb der Gesellschaft. Aber lassen Sie mich auf Mathematik zurückkommen. Das berühmteste und klassische Axiomensystem, das sind die euklidischen Axiome der Ebenengeometrie. Eins dieser Axiome sagt, zwei verschiedene Punkte können durch eine gerade Strecke verbunden werden. Auch das ist anschaulich so evident, dass es eigentlich niemand bezweifeln würde. Es gibt auch nicht-euklidische Geometrien, aber dieses Axiom gilt auch in sogenannten nicht-euklidischen Geometrien. Oder zur Fundierung der Arithmetik, also des Rechnens mit ganzen Zahlen, gibt es die Peano-Axiome. Die sind viel jünger als die von Euklid. Peano hat sie erst vor ungefähr 100 Jahren, etwas mehr als 100 Jahren aufgestellt. Da gibt es einige Regeln, einige im Grunde nicht mal Rechenregeln, sondern Regeln für das Zählen. Also diese Axiome modellieren eigentlich nur den Zählvorgang, den kleine Kinder auch schon erlernen, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Es stellt sich raus, dass man aus diesen Peano-Axiomen alles Mögliche aus der Arithmetik beweisen kann. Zum Beispiel, was eigentlich selber so elementar ist, dass es auch ein Axiom sein könnte, ist es in dieser Peano-Formulierung eben nicht, sondern es lässt sich daraus beweisen. Das ist das Kommutativgesetz, sowas wie 3 plus 5 gleich 5 plus 3. Und das gilt natürlich für alle Zahlen. Das lässt sich aus Axiomen beweisen, aus den Peano-Axiomen. Man kann etwas fortgeschrittenere oder weniger evidente Dinge beweisen, zum Beispiel die berühmte Gaußsche Summenformel. Das lernen unsere Studierenden üblicherweise in der ersten Woche ihres Studiums, wie man aus den Peano-Axiomen diese Gaußsche Summenformel beweisen kann. Und alle möglichen anderen Aussagen, der Fundamentalsatz der Arithmetik und so weiter. Also im Grunde alle brauchbaren Aussagen oder alle gängigen Aussagen aus der Arithmetik lassen sich auf diese wenigen Axiome zurückführen. Aber da muss ich jetzt zurückführen im Sinne von deduzieren. Deswegen heißt die Methode axiomatisch deduktiv. Das heißt, das mit den Axiomen, das habe ich jetzt erläutert, aber was ist das mit der Deduktion? Man deduziert etwas in der Mathematik, indem man es beweist. Aber was heißt jetzt beweisen? Und ein Versuch, das ist im Grunde eine Frage, die auch sehr heiß diskutiert worden ist, immer wieder in der Grundlagenforschung der Mathematik und in der Philosophie der Mathematik. Aber jetzt für den Hausgebrauch schlage ich Ihnen folgende Erklärung vor. Ein Beweis ist eine Herleitung der zu beweisenden Aussage aus Axiomen oder Aussagen, die ich vorher schon bewiesen habe, mittels valider logischer Schlussregeln. Das heißt, dieser deduktive Schritt, also der Schritt, in dem ich etwas ableite oder herleite aus bereits bekannten Aussagen, der geschieht mittels logischer Gesetze. Wie sehen logische Schlussregeln aus? Nun, damit will ich Sie nicht quälen. Darüber habe ich im vergangenen Semester eine ganze Vorlesung gehalten. Ich möchte Ihnen hier nicht ganz ernst gemeint ein Beispiel geben aus den Nashörnern von Ionesco, dem absurden Dramatiker, der sich ziemlich lustig macht über einen Logiker, der immer seine Syllogismen aufzählt, unter anderem den folgenden: Alle Katzen sind sterblich, Sokrates ist gestorben, also ist Sokrates eine Katze. Das, wie Sie unschwer erkennen, ist keine,
Kein gültiger Syllogismus, das ist kein korrekter Schluss. Ein korrekter Schluss ist der folgende: Alle Katzen sind sterblich, Sokrates ist eine Katze, also ist Sokrates sterblich. Ja, richtig, oder? Also vielleicht werden Sie einwenden, na, das kann doch irgendwie nicht stimmen, Sokrates war doch keine Katze. Da haben Sie recht, aber die Korrektheit logischer Schlüsse hat in dem Sinne nichts zu tun mit den einzelnen, mit der Korrektheit oder der Wahrheit der einzelnen Bestandteile der logischen Schlüsse, sondern nur damit, ob ich aus dem Umstand, dass Sokrates eine Katze wäre, schlussfolgern dürfte, dass er sterblich wäre. Ja. Also das ist hier Modus Barbara, ein berühmter Syllogismus, wie er schon von Aristoteles erkannt wurde. Auch wenn hier eine der Prämissen, nämlich dass Sokrates eine Katze sei, eben falsch ist, trotzdem ist der Schluss an sich gültig. Gut, aber was logische Schlüsse sind, ich denke, davon hat jeder ungefähr eine Vorstellung. Fassen wir also zusammen in einer kleinen Verschnaufpause, was ist die Moral von der Geschichte bisher? Axiomatisch-deduktives Vorgehen bedeutet, wie erläutert, aus bestimmten Axiomen mit Hilfe logischer Schlussregeln Theoreme herzuleiten. Ja, bestimmte Aussagen, und die heißen dann Theoreme oder Sätze auf Deutsch. Diese Methode, mit der ein Theorem auf Axiome schlussendlich zurückgeführt wird, die nennt man einen Beweis. Ja. Und aufgrund dieser Methode gelten solche Erkenntnisse als vollkommen gewiss. Es tut mir leid, hier hat es mir irgendwie die Formatierung zerschossen, aber Sie können das natürlich trotzdem lesen. Diese Erkenntnisse gelten als vollkommen gewiss, weil die gesamte Methode von Anfang bis Ende ja wasserdicht scheint. Also die Axiome sind so gewählt, dass eigentlich jeder ihnen zustimmen müsste, der noch bei Verstand ist. Und die logischen Schlussregeln, damit verhält es sich ähnlich. Das sind ja ganz einfache Arten der Argumentation, die eigentlich auch von fast jedem akzeptiert werden. Und es gibt hier nirgends einen Punkt, wo man irgendeine Unsicherheit eindringen sehen könnte. Ja? Die Sache, die uns hier stutzig machen sollte, ist diejenige, dass in diesem Prozess nirgends eine Empirie ins Spiel kommt. Das heißt, ich kann Mathematik nach diesem Schema wirklich als sogenannte Armchair-Philosophie betreiben, also indem ich, wie gesagt, in meinem Lehnstuhl sitze und die Welt um mich herum überhaupt nicht wahrnehme. Die mathematischen Erkenntnisse sind in diesem Sinne a priori, wie Immanuel Kant das bezeichnet hätte oder auch hat tatsächlich. Also Mathematik als a priorische Wissenschaft, das sieht jetzt im Moment für unser Projekt, Mathematik mit Physik oder anderen Naturwissenschaften zu verknüpfen, nicht gut aus, denn diese Empirie, die nirgends im naturwissenschaftlichen oder die im naturwissenschaftlichen Prozess unabdingbar ist, die geht nirgends in die Mathematik ein. Und dann stellt sich die Frage, ob Mathematik in dieser Weise überhaupt mit der Realität in Verbindung gebracht werden kann. Also wenn ich hier den Vortrag beenden würde, dann wäre das eine ziemlich schlechte Werbung für meine Arbeit. Ich bin ja auch angewandter Mathematiker und versuche eben gerade mathematische Modelle für physikalische Phänomene zu untersuchen. Deswegen möchte ich in der Folge argumentieren, wie Mathematik eben doch Anwendung finden kann. Und dazu habe ich Ihnen ein einfaches Modell vorbereitet, das ich mir natürlich nicht komplett selbst ausgedacht habe. Das ist als empirischer Zyklus bekannt. Aber ich habe das jetzt auf die Frage der Mathematik und der Naturwissenschaften maßgeschneidert. Also der Ausgangspunkt ist natürlich, ein reales Phänomen soll erklärt werden oder auch für die Zukunft vorhergesagt werden. Wir wollen wissen, wie wird die Pandemie weiter verlaufen und so weiter. Oder ich möchte vielleicht etwas harmloser wissen, wann die nächste Sonnenfinsternis stattfindet und so weiter. Also ein solches Phänomen soll entweder im Nachhinein erklärt oder
im Voraus vorhergesagt werden. Und dann kommt es jetzt zu einer gewissen Arbeitsteilung. Es gibt also als ersten Schritt den empirischen Schritt der Beobachtung. Dazu können wir als Mathematiker, also zumindest qua unserer Eigenschaft als Mathematiker, nicht viel beitragen. Denn, wie wir gesehen haben, ist die Empirie nicht Bestandteil der Mathematik. Das heißt, es werden Daten gesammelt, es werden Messungen vorgenommen, Experimente und so weiter und so weiter. Und dann hat man eine große Masse an einzelnen Informationen, die man zusammenfügt in einem zweiten Schritt der sogenannten Induktion zu allgemeinen Gesetzmäßigkeiten. Zum Beispiel wäre eine allgemeine Gesetzmäßigkeit die Planeten in ellipsenförmigen Bahnen um die Sonne bewegen. Und diese Gesetzmäßigkeit ist noch nicht quantitativ, sie ist noch nicht in die Sprache der Mathematik übersetzt worden. Gut, wenn ich in diesem Beispiel mit den ellipsenförmigen Bahnen habe ich natürlich schon den mathematischen Begriff der Ellipse verwendet. Aber auch da, ich kann mir eine Ellipse irgendwie anschaulich hinzeichnen und verstehe, was eine Ellipse ist, aber wenn ich wirklich was damit ausrechnen will und quantitative Vorhersagen machen will, dann muss ich das zum Beispiel in Gleichungen formulieren. Und das ist dieser dritte Schritt, das ist die mathematische Modellierung. Also man formuliert diese aus der Beobachtung induktiv gewonnenen Naturgesetze in mathematischen Begriffen. Das könnten Gleichungen sein, sehr oft sind das Gleichungen, aber es könnten auch algebraische Strukturen wie in der Teilchenphysik zum Beispiel sein. Stochastische Prozesse, wenn man Finanzmärkte beobachtet, das ist in dem Sinne nicht naturwissenschaftlich, aber auch eine empirische Fragestellung und so weiter. Also mathematische Modellierung, das ist nun der Schritt, wo erstmals Mathematikerinnen und Mathematiker auch beteiligt sind. Das ist also der kollaborative Schritt oder ein kollaborativer Schritt, in dem wir Mathematiker mit den Naturwissenschaftlern zusammenkommen und uns überlegen, wie können wir die Erkenntnisse der Naturwissenschaftler in Mathematik gießen. Viertens kommt der Schritt der mathematischen Analyse. Und das spielt sich nun schließlich rein innerhalb der Mathematik ab. Da geht es eben darum, mathematische Probleme im Zusammenhang mit dem mathematischen Modell zu lösen. Und das geht dann rein axiomatisch deduktiv. Das heißt, alles, was in diesem vierten Schritt passiert, ist wiederum sehr gewiss und unumstößlich. Die Frage ist natürlich, ob das mathematische Modell was taugt, ja, aber dazu später. Und um den Zirkel zu schließen, geht man von den Ergebnissen der mathematischen Analyse aus und vergleicht das dann mit dem, was man tatsächlich gemessen hat oder eben in der Zukunft messen wird. Und wenn es gut läuft, hat man eine gute Übereinstimmung. Wenn es nicht gut läuft, hat man keine exakte Übereinstimmung. Und dann muss man sich überlegen, an welcher Stelle des Zirkels man nochmal nachbessern muss. Und deswegen ist es auch ein Zirkel, weil ich diese fünf Schritte nicht nur einmal mache und dann ist gut, sondern das wiederholt sich dann gewissermaßen von vorne und verfeinert sich immer weiter. Deswegen kann man das auch in so einem zirkulären Diagramm veranschaulichen. Ich möchte Ihnen aus der Wissenschaftsgeschichte ein konkretes Beispiel geben, das der Himmelsmechanik. Das ist ein schönes Beispiel und tatsächlich ein Glücksfall für die Wissenschaftsgeschichte, weil dieses empirische Vorgehen in dem Falle der klassischen Astronomie, der Himmelsmechanik, sehr, sehr erfolgreich ist. Das liegt daran, dass die Himmelsmechanik so gut wie keinen Störphänomenen unterworfen ist. Man muss keine Reibungseffekte berücksichtigen. Man kann bestimmte Unzulänglichkeiten der Newtonschen Mechanik getrost ignorieren. Die fallen zum Glück in diesem Bereich noch nicht ins Gewicht. Und dazu kommt man zu sehr präzisen Aussagen. Und es war natürlich eine sehr große Werbung für die mathematische Methode und überhaupt für die neuzeitliche wissenschaftliche Methode,
Dass man nun zum Beispiel Sonnenfinsternisse oder bestimmte stellare Konstellationen sehr, sehr zuverlässig vorhersehen konnte. Ja, das ist natürlich dann ein starkes Argument dafür, dass die Wissenschaft dann auch funktioniert. Ja, und die Beobachtung ist einfach die Beobachtung des Himmels. Das hat man immer schon gemacht. Und das hat man in der frühen Neuzeit auch immer systematischer gemacht und immer mehr Messergebnisse und Beobachtungsdaten gesammelt. Kopernikus war da besonders produktiv. Und dann haben Leute wie Kepler und Newton allgemeine Naturgesetze aus diesen ganzen Beobachtungen hergeleitet, unter anderem die bereits erwähnte Ellipsenförmigkeit der Planetenbahnen. Und Newton insbesondere hat, ja, dann, weil er nur wirklich was damit ausrechnen wollte und das genauer analysieren wollte, seine Gesetze in mathematischer Gestalt formuliert und musste dafür erstmal eine komplett neue mathematische Theorie entwickeln, nämlich die der Differential- und Integralrechnung. Also ein Gebiet, das auch heute noch aktuell ist und im ersten Semester des Studiums nicht nur der Mathematik, sondern auch der Physik und der Ingenieurwissenschaft und so weiter gelehrt wird. Ja, das ist eigentlich auch schon der vierte Schritt. Also die mathematische Formulierung der Naturgesetze erfolgte hier mit Mitteln der Infinitesimalrechnung und dazu musste man eben auch gewöhnliche Differentialgleichungen zum Beispiel mathematisch analysieren und lösen. Und da kann man für das Zwei-Körper-Problem die phänomenologische Theorie von Kepler aus den Newtonschen Gesetzen auch wirklich herleiten. Gut, der Vergleich mit der Beobachtung, wie erwähnt, in diesem Falle sehr, sehr gut, sehr erfolgreich und präzise, aber nicht präzise genug. Also mehrere hundert Jahre später hat man dann herausgefunden, durch immer genauere Messungen, dass die Umlaufbahn des Merkur nicht ganz der Newtonschen Theorie entspricht. Und dann brauchte man eine neue Theorie. Und das war dann erst im 20. Jahrhundert die allgemeine Relativität von Albert Einstein. Hieran sieht man also ja, wie dieser empirische Zirkel vorgeht und wie er auch immer neue Fortschritte bringt, sodass er in dem Sinn auch kein Zirkel ist, sondern eher eine Spirale. Also man dreht sich nicht im Kreis, sondern man verbessert dann durchaus die Erkenntnisse, die man vorher hatte. Ein weiteres Zwischenfazit, was können wir also daraus lernen? Wie kann also Mathematik Aussagen über reale Phänomene treffen? Wie wir gesehen haben, kann sie das eigentlich nicht, da sie keine empirische Komponente hat. Was sie aber machen kann, ist ja, Modelle der Realität zu analysieren. Und das kann sie in sehr zuverlässiger Weise. Die Unsicherheit gewissermaßen, die man in der Mathematik nicht hat, die verschiebt sich jetzt, die verlagert sich auf den Schritt der Modellierung. Und natürlich auch auf den empirischen Schritt. Also es ist nicht klar, habe ich genau genug gemessen, sind meine Messinstrumente oder meine Beobachtungsdaten zuverlässig genug. Aber die zweite Frage, die für Mathematiker natürlich besonders interessant ist diejenige, ob das mathematische Modell irgendwas mit der Realität zu tun hat. Und das ist aber keine im eigentlichen Sinne mathematische Frage. Es ist eine Frage, die angewandte Mathematiker natürlich umtreibt, aber es ist sozusagen eine Frage, die bereits außerhalb der Mathematik im engeren Sinne steht. Ja, dieser Modellierungsprozess, auf den möchte ich im Folgenden etwas näher eingehen. Man hört und liest viel davon dieser Tage. Man hat Modelle für die Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Was bedeutet das genau, mathematisches Modell? Ja, mathematische Modellierung, wenn man so will, ist wirklich eine Übersetzungsleistung. Es ist die Übersetzung realer Phänomene, empirischer Phänomene in die Sprache der Mathematik. Und diese Metapher von Mathematik als Sprache hat, ich weiß nicht, ob als erster, aber auf jeden Fall als einflussreichster Galilei vorgeschlagen. Es gibt ein ganz berühmtes Zitat, das Mathematiker sehr gerne mögen.
Die Philosophie ist geschrieben in jenem großen Buche, das immer vor unseren Augen liegt. Aber wir können es nicht verstehen, wenn wir nicht zuerst die Sprache und die Zeichen lernen, in denen es geschrieben ist. Diese Sprache ist Mathematik und die Zeichen sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren, ohne die es dem Menschen unmöglich ist, ein einziges Wort davon zu verstehen. Ohne diese irrt man in einem dunklen Labyrinth herum. Ja, oft wird dieses Zitat so interpretiert, dass Galilei einem großen Staunen Ausdruck verleihen wollte darüber, dass nun die Natur nach dem Vorbild der Mathematik aufgebaut ist. Ich weiß nicht, ob er es so gemeint hat. Ich sehe es jedenfalls genau andersrum. Die Mathematik ist natürlich nach dem Vorbild der Natur erschaffen. Also die Mathematikgeschichte ist größtenteils und bis vor relativ kurzer Zeit immer eine Geschichte gewesen, der Beschreibung von Naturphänomenen oder der Messung von Flächen, wie sie im echten Leben vorkommen, mit ja die das arabische Zahlensystem hat sich erst mit Adam Ries in Europa durchgesetzt, weil man damit einfach schneller und effizienter Handel treiben konnte. Also die Mathematik ist natürlich auch immer in eine praxisorientierte Stoßrichtung entwickelt worden und deswegen ist es aus meiner Sicht kein Wunder, dass die Mathematik entsprechend auch geeignet ist, die Natur zu beschreiben. Aber in jedem Fall halten wir fest, dass mathematische Modellierung, die Übersetzung von Naturphänomenen, ist in eine spezifische Sprache, nämlich die Sprache der Mathematik, und dass Mathematik als Sprache eine sehr fruchtbare Weise ist, über Mathematik nachzudenken. Mathematik hat in der Tat ihre sehr eigentümliche idiosynkratische Sprache. Oft handelt es sich dabei um formale Sprachen, die eigentlich, wenn ich ehrlich bin, in der Informatik eine viel größere Rolle spielen, nämlich als Programmiersprachen, als in der Mathematik selbst. Aber idealerweise könnte man Mathematik stets in formaler Sprache formulieren. Und das möchte ich an einem Beispiel demonstrieren. Es gibt hier ja das Prinzip der vollständigen Induktion, das ist eins der Peano-Axiome, die ich vorhin erwähnte. Und mir geht es gar nicht darum, dass wir dieses Induktionsprinzip hier verstehen. Es geht mir nur darum, ich habe hier einen Satz auf Deutsch hingeschrieben. Ja. Sei M eine Teilmenge in der natürlichen Zahlen, falls M die Null enthält und falls M mit jeder Zahl auch deren Nachfolger enthält, so ist M die gesamte Menge der natürlichen Zahlen. Das ist ein Satz in deutscher Sprache, wenn Sie vielleicht dieses Symbol M mal ignorieren. Ja. Aber in sozusagen formaler mathematischer Sprache sieht das Ganze so aus. Auch hier habe ich natürlich nicht den Anspruch, dass Sie jetzt diese Sprache irgendwie verstehen. Ich möchte Ihnen nur zeigen, dass es diese Sprache gibt und dass man einen deutschen Satz in dieser Sprache der sogenannten Prädikatenlogik aufschreiben kann. Und man sieht sofort, es ist einerseits sowas, ja, wie eine, ja, ich will nicht sagen Geheimsprache, weil natürlich jeder sie erlernen kann, aber es ist eine Sprache, die nicht jedem bekannt ist, die nicht jeder erlernt hat, im Gegensatz zu natürlichen Sprachen. Jeder spricht wenigstens eine natürliche Sprache. Aber der Vorteil, also die Mühe, die man sich mit dem Erlernen dieser Sprache macht, der Vorteil dieser Mühe liegt auf der Hand. Das hier unten, diese prädikatenlogische Formel, ist nämlich deutlich kürzer als die drei Zeilen hier oben. Und sie ist auch präziser. Das heißt, sie gibt eigentlich keinen Raum für Ambiguitäten. Wenn ich eine Formel in Prädikatenlogik schreibe, es gibt eine klare Semantik. Man kann genau entscheiden, was damit gemeint ist und was nicht. Und das ist ein Problem, das auch in der Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts immer eine große Rolle gespielt hat. Ein Problem natürlicher Sprachen besteht in ihrer Ambivalenz, die natürlich auch Vorteile hat. Ja, also in Prädikatenlogik möchte ich keinen Roman lesen, aber die Ambivalenz der natürlichen Sprache ist zumindest für naturwissenschaftliche und mathematische Zwecke unzulänglich und deswegen entwickelt man solche formalen Sprachen. Aber ja, das habe ich bereits erklärt. Also Mathematik, da bietet eben einen Rahmen, um präzise und relativ knapp und auch ohne diese Ambiguitäten über wissenschaftliche Sachverhalte zu sprechen.
Eine Anwendung dafür ist natürlich die Implementierung mathematischer Verfahren auf Computern. Dazu komme ich auch gleich noch. Aber es ist natürlich klar, ich muss einem Computer sehr präzise Anweisungen geben. Wenn ich programmiere und ich habe einen Kommafehler, dann kriege ich eine Fehlermeldung. Da zeigt sich auch schon, dass die formalen Sprachen hier auch in der Informatik eben natürlich von sehr großer Bedeutung sind. Aber Mathematik als Sprache kann man auch über formale Sprachen hinaus mehr konzeptionell fassen und damit weiter fassen. Denn wir hatten schon das Beispiel, dieses Beispiel hier, der klassischen Mechanik, die Newton maßgeblich entwickelt hat und für die er eben die Infinitesimalrechnung erst entwickeln musste. Und zwar nicht erst, um die Probleme zu berechnen und zu lösen, sondern um die Probleme überhaupt erst zu formulieren. Es scheint wie eine seltsame Frage, was Geschwindigkeit oder Beschleunigung bedeutet. Jeder von uns, auch der nicht Physik oder Mathematik studiert hat, hat natürlich eine intuitive Vorstellung von Geschwindigkeit. Aber um Geschwindigkeit wirklich wissenschaftlich in den Griff zu bekommen, muss ich genau erklären, und zwar mathematisch erklären, was Geschwindigkeit genau ist. Und dazu brauche ich eine relativ fortgeschrittene mathematische Theorie, und das ist die Differential- und Integralrechnung. Und natürlich gibt's noch fortgeschrittenere Theorien. Einstein zum Beispiel ist bekannt für seine unglaubliche physikalische Intuition. Und er hatte lange schon die Intuition von der Krümmung der Raumzeit, also das fundamentale Konzept seiner allgemeinen Relativitätstheorie, noch bevor er sie wirklich präzise formulieren konnte mathematisch. Und deswegen hat Einstein, auch unterstützt von Mathematikern, jahrelang zunächst mal Differentialgeometrie gepaukt. Ja, Einstein hat sich in Riemannsche Geometrie eingearbeitet, um überhaupt seine geniale Idee der Krümmung der Raumzeit vernünftig formulieren zu können. Oder es gibt die Brownsche Molekularbewegung. Das ist, wenn Sie zum Beispiel einen Teebeutel in ein Glas heißen Wassers stecken, dann sehen Sie, dass diese Farbstoffe und Geschmacksstoffe des Tees sich diffusiv ausbreiten in dem Wasser. Und die Bewegung dieser kleinen Teilchen beschreibt man als Brownsche Molekularbewegung. Auch da hat Einstein Pionierarbeit geleistet. Aber es war ein anderer, nämlich Norbert Wiener, ein Mathematiker, der die Brownsche Molekularbewegung wirklich mathematisch fundiert in den Griff bekommen hat, im Rahmen einer Theorie, die man heute als stochastische Analysis bezeichnet und die in Ulm auch sehr stark vertreten ist. Also so viel zur Mathematik als Sprache. Ich möchte jetzt auf den mathematischen Punkt in dem empirischen Zirkel zurückkommen, also die mathematische Analyse von Modellen. Wir wissen jetzt, was ein mathematisches Modell ist. Jetzt ist die nächste Frage, ja, können die Mathematiker die Probleme im Zusammenhang mit ihren Modellen überhaupt lösen? Und das möchte ich am Beispiel von Gleichungen verdeutlichen. Viele, vielleicht sogar die meisten und wichtigsten mathematischen Modelle sind tatsächlich in der Form einer Gleichung formuliert. Jeder kennt noch Gleichungen aus dem Schulunterricht. Was vielleicht dann nicht mehr so bekannt ist, das sind sogenannte Differentialgleichungen. Und da gibt es einen ganzen Zoo an partiellen Differentialgleichungen im Zusammenhang mit naturwissenschaftlichen Theorien. Wie schon angedeutet oder mehrfach erwähnt, die Newton'sche Differentialgleichung der klassischen Mechanik. Auch die Quantentheorie lässt sich mit einer partiellen Differentialgleichung, der sogenannten Schrödinger-Gleichung, beschreiben. Es gibt für die Strömung von Flüssigkeiten Gleichungen, zum Beispiel Navier-Stokes. Es gibt SIR-Modell der Epidemiologie, das tatsächlich in aktueller epidemiologischer Modellierung für die Covid-Situation genutzt wird. Und auch dabei handelt es sich um ein System von gewöhnlichen Differentialgleichungen. Und dazu
bieten meine Kollegen und ich an der Uni Ulm in diesem Semester ein Seminar an. Also wir versuchen auch wirklich auf der Höhe der Zeit zu sein in Ulm. Und zahlreiche andere Modelle, die sich durch Differentialgleichungen beschreiben lassen. Also ist die Frage, ob man diese Gleichungen lösen kann. Das ist, glaube ich, eine naheliegende Frage jetzt. Und die Antwort ist, sollte am besten ja lauten, sonst hätte ich wieder schlechte Werbung gemacht für meinen Forschungsbereich. Also kann man diese Gleichungen lösen? Und wenn Sie mit der verschrobenen Denkweise von Mathematikern vielleicht ein bisschen vertraut sind, wird es Sie nicht überraschen, dass ich das mit einer Gegenfrage zunächst beantworte. Was heißt das überhaupt, eine Gleichung zu lösen? Das ist ein Problem, das Ihnen vielleicht gar nicht so klar ist. Und das ist auch im ersten Semester des Mathematikstudiums so, dass die Studierenden verzweifeln, weil sie lauter Dinge machen müssen, wo sie noch nicht mal verstehen, wo überhaupt das Problem in erster Linie liegt. Wo liegt hier das Problem? Also wir könnten eine einfache Gleichung, die Sie vielleicht auch aus der Schule noch kennen, betrachten. X² ist gleich 2 oder X² minus 2 ist gleich 0. Ich kann Ihnen vorab schon sagen, ja, die Lösung ist Wurzel 2 oder auch minus Wurzel 2. Aber wir wollen die Sache mal langsam angehen. Was ist also die Lösung dieser Gleichung? Und Euklid hat schon vor 2.500 Jahren bewiesen, dass diese Gleichung nicht in rationalen Zahlen lösbar ist. Also eine rationale Zahl ist eine Zahl, die sich als Bruch schreiben lässt, sowas wie 3 Siebtel oder 1 Halb oder minus 5 Achtel, wie auch immer. Und eine Zahl von dieser Bauart kann niemals diese Gleichung lösen. Also ist die Antwort anscheinend, diese Gleichung hat keine Lösung. Wir wissen andererseits, die Gleichung hat natürlich eine Lösung. Wir kennen alle die Wurzel 2. Wir wissen, dass die Wurzel aus 2 eine Lösung dieser Gleichung ist. Aber was war nochmal die Wurzel 2? Die Wurzel 2 ist doch nach Definition genau die positive reelle Zahl, deren Quadrat 2 ist. Also habe ich jetzt gesagt, gut, ich kann die Gleichung lösen durch die Zahl, die nach Definition die Lösung der Gleichung ist. Ich habe also einen Zirkelschluss begangen und keine tatsächliche Erkenntnis gewonnen. Also irgendwie ist die Sache hier noch unbefriedigend. Ich kann aber hier diese Aussage, die Wurzel aus 2 ist die positive reelle Zahl, deren Quadrat 2 ist, anders interpretieren und bekomme dadurch auch wirklich eine nicht triviale Erkenntnis. Ich könnte nämlich sagen, gut, es existiert eine positive reelle Zahl, die diese Gleichung löst. Und okay, diese Zahl, die nenne ich einfach Wurzel 2. Und das ist schon eine nicht triviale Aussage, dass überhaupt so eine Lösung existiert. Und da muss man schon ein paar Wochen Mathematik studieren, bis man den Zwischenwertsatz aus der Analysis kennt, diesen Satz nachzuvollziehen. Ja, was ist damit gewonnen? Immerhin haben wir eine Erkenntnis gewonnen. Das heißt, es gibt eine Lösung der Gleichung, aber mehr Erkenntnis haben wir eben noch nicht. Also es handelt sich um eine reine Existenzaussage. Es existiert genau eine Lösung, aber noch habe ich darüber keine genaueren Informationen gewonnen. Und das ist ein Problem. Ja? Die Wurzel 2, wann würde man die Wurzel 2 irgendwie kennen wollen oder verwenden wollen? Naja, wenn Sie zum Beispiel ein quadratisches Zimmer haben oder bauen und Sie wollen eine diagonale Wand einziehen. Ja, wenn Sie die Länge die Seitenlänge des Raums kennen, dann können Sie daraus die Länge der Diagonale nur dann berechnen, wenn Sie die Wurzel aus 2 kennen. Und wenn ich jetzt der Architektin oder dem Architekten sage, als Mathematiker, ja, die Wand, die Sie da einziehen wollen, die hat eine Länge, dann wird er mich sicherlich auslachen. Ja, weil das nicht die Information ist, die er oder sie dann wollte. Das heißt, was eigentlich nachgefragt wird, ist diese Information. Und das ist eine näherungsweise Darstellung für Wurzel 2. Die ist ungefähr 1,4142 und man kann natürlich beliebig viele Nachkommastellen dann noch dazu ausrechnen. Aber es ist natürlich keine ganz präzise Aussage. Also die Wurzel aus 2 ist nicht genau 1,4142, sondern eben nur bis auf die ersten 4 Nachkommastellen. Und die genaue Dezimalentwicklung kann ich nie vollständig wissen, weil die eben unendlich viele Stellen hat und ich kann nicht unendlich lange rechnen. Aber für die Anwendung reicht dieser Wert hier vollkommen aus.
Und wie würde ich diesen Wert berechnen? Da gibt es natürlich verschiedene Verfahren, aber mit dem Newton-Verfahren erhalte ich eine Rekursionsformel. Da fange ich mit der 1 zum Beispiel an und dann schmeiße ich die 1 in diese Formel hier, xn plus 1 ist gleich und so weiter. Und dann schmeiße ich das Ergebnis dieser ersten Berechnung wieder in die Formel rein und iteriere das, ja, so oft ich will. Und wenn ich das ein paar Mal mache, ich habe es hier dreimal ausgerechnet, dann kriege ich diese Werte und ich sehe schon, bereits nach 3 Iterationen bekomme ich hier diese schon Dezimaldarstellung, die schon auf 5 Ziffern hinterm Komma genau ist. Also das ist ja, das ist die Methode der Näherungsverfahren, die Gegenstand der sogenannten numerischen Mathematik ist. Und ich habe natürlich ein ganz einfaches Beispiel gewählt, aber viele Beobachtungen, die wir gerade getroffen haben, treffen auch auf viel komplexere Probleme, auf partielle Differentialgleichungen zum Beispiel zu. Also die erste Message ist, hat eine Gleichung eine Lösung oder nicht? Das hängt davon ab, was man unter einer Lösung versteht. Ja, also wenn ich sage, ich akzeptiere nur rationale Lösungen, dann hat die vorhin besprochene Gleichung keine Lösung. Wenn ich in die reellen Zahlen gehe, dann hat sie eine. Das heißt, ich muss erstmal mir darüber klar werden, was ich unter einer Lösung verstehe. Dann erhält man vielleicht eine Existenzaussage. Es existiert eine Lösung, vielleicht eine eindeutige Lösung, vielleicht eine stabile. Vielleicht sind da bestimmte Größen, zum Beispiel eine Energie oder so, erhalten. Und das kann man alles mit Mitteln der mathematischen Analysis machen, also axiomatisch deduktiv. Aber wenn ich mehr wissen will, wenn ich vor allem quantitative Aussagen erhalten will, führt meistens kein Weg vorbei an Computersimulationen, die Näherungslösungen berechnen. Ich will Ihnen das noch, ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber ich bin auch gleich fertig. Ich möchte Ihnen kurz ein komplizierteres Beispiel zeigen, das tatsächlich im Zusammenhang steht mit meiner Forschung und auch der Forschung, die wir am Institut für angewandte Analysis in Ulm betreiben. Man beobachtet manchmal sehr hübsche Wolkenformationen, die durch sogenannte Scherströmungen entstehen. Das ist, wenn zwei Luftschichten also entlang einer solchen Oberfläche, die hier rot gekennzeichnet ist, in unterschiedliche Richtungen strömen. Und jetzt kann man das modellieren mit Hilfe der sogenannten Euler-Gleichungen und dann kann man sich überlegen, wie man Näherungsverfahren findet, bei denen man idealerweise solche Muster, wie hier von Van Gogh gemalt oder hier in der Fotografie, entdeckt und berechnet. Und da möchte ich Ihnen ein ganz kurzes Video zeigen. Dann muss ich hier mal kurz auf das Video umschalten. Hier ist nämlich das Video. Ich hoffe, Sie können es gleich sehen. Und hier haben wir erstens ein tatsächliches Experiment über diese sogenannte Kelvin-Helmholtz-Instabilität, wo man sehr schön die Formation dieser hübschen Muster nachvollziehen kann. Also hier hat man eine Flüssigkeit, zwei Phasen einer Flüssigkeit, eine transparente Phase und die eingefärbte Phase. Und gleich sieht man, oh Wunder, wie sich diese hübschen Muster herausbilden. Das kommt hier nochmal in der Nahaufnahme. Das ist wirklich ein sehr schönes Phänomen, wie ich finde. Und als nächstes kommt aber eine Computersimulation, für die niemand ein echtes Experiment aufbauen musste. Das ist mathematisches Modell mit einem numerischen Verfahren. Und das wurde hier wissenschaftlich ausgerechnet und man sieht zumindest qualitativ exakt dasselbe. Ja?
Und daran erkennen wir, dass ja, der Kollege Pesch aus der ersten Folie von ganz zu Beginn des Vortrags doch recht hatte, wenn er, ich schalte wieder zurück auf den Vortrag, wenn er behauptet, dass mathematische Methoden es einem unter Umständen ersparen können, teure Prototypen zu bauen. Ja, das ganze Experiment muss man also nicht unbedingt in jedem Falle von vorne bauen und physisch durchführen, sondern man kann es numerisch simulieren und das ist in vielen Fällen effizienter, billiger, einfacher, und so weiter. Ja, als jemand, der dann auch irgendwie an reiner Mathematik interessiert ist, will ich auch wissen, was man über numerische Verfahren beweisen kann. Man kann natürlich numerische Verfahren einfach durchrechnen. Und ich hatte Ihnen ja auch nicht gezeigt, ich hatte Ihnen diesen Algorithmus gezeigt, wie man die Wurzel aus 2 näherungsweise berechnen kann. Ich hatte aber überhaupt keine Argumente dafür angegeben, warum man da wirklich bei der Wurzel aus 2 rauskommt. Und das ist auch nicht so einfach. Da muss man eben ja, Analysis des Newton-Verfahrens betreiben und kann dann zeigen, es konvergiert tatsächlich gegen die Wurzel 2 und es konvergiert sogar sehr gut, weil sich in jedem Schritt die Anzahl der Nachkommastellen, der korrekten Nachkommastellen, verdoppelt. Für das Kelvin-Helmholtz-Problem, das viel komplizierter ist, kann man schon viel weniger beweisen. Man kann für bestimmte Verfahren die Konvergenz gegen eine sogenannte schwache Lösung zeigen. Aber darüber hinaus, insbesondere zur Konvergenzgeschwindigkeit, ist aus analytischer Sicht leider nichts bekannt. Das ist also eine noch ausstehende Forschungsaufgabe, mehr Licht in dieses Dunkel zu bringen. Und es kann immer noch schlimmer kommen. Also für die sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen im Falle eines diatomaren Gases. Man überlegt sich zum Beispiel, wie Luft strömt. Dann weiß man noch nicht mal die Existenz einer Lösung. Ist das ein Problem? Es ist sicherlich ein interessantes Forschungsproblem, an dem wir in Ulm und natürlich an vielen anderen Orten arbeiten. Es ist aus Anwendersicht vielleicht auch ein Problem, aber kein allzu großes, weil man numerische Verfahren auch dann gewinnbringend einsetzen kann, wenn man noch nicht alles über sie theoretisch beweisen kann. Und das wird häufig gemacht. Mit Navier-Stokes-Gleichungen arbeitet man ganz ungeniert in vielen Bereichen der Geophysik, zum Beispiel in der Ozeanographie und in der Meteorologie. Und man kriegt damit auch sehr brauchbare Simulationen her, auch wenn die mathematische Theorie der Navier-Stokes-Gleichungen eben noch viele Lücken hat. Also zusammenfassend. Mathematik, ja, ist eine axiomatisch-deduktive Wissenschaft und kann deswegen also keinen empirischen Input unmittelbar verarbeiten. Mathematik kann aber im Rahmen einer Aufgabenteilung zwischen Naturwissenschaften und eben Mathematik einen wichtigen Beitrag leisten durch die Übersetzung der Beobachtungen in mathematische Modelle. Und die können dann mit den inhärenten Methoden der Mathematik untersucht werden. Und eine besonders wichtige Rolle dabei spielen numerische Approximationen und Computersimulationen. Aber der andere Punkt, den ich in der Mitte irgendwann erwähnt hatte, der nichts mit numerischen Approximationen zu tun hat, sondern wirklich mit der Mathematik, dem Kernbereich der Mathematik, ist, dass Mathematik es erlaubt, eine präzise Sprache zu entwickeln, die eben auch außerhalb der Mathematik gewinnbringend verwendet werden kann. Und eine Person, die demgegenüber sehr skeptisch war, ist Goethe, der sich immer als Naturwissenschaftler verstanden hat. Er hat unter anderem eine Farbenlehre betrieben, die er hier illustriert hat, selbst mit diesem Farbkreis. Und Goethe war es immer ein Dorn im Auge, dass man die Naturwissenschaften immer weiter mathematisiert. Er wäre sicher heute noch enttäuschter, weil die Naturwissenschaften noch viel stärker mathematisiert sind heutzutage als zu Goethes Zeit. Aber ihm hat das gar nicht gepasst und er sagte, die Mathematiker sind eine Art Franzosen. Redet man zu ihnen, so übersetzen sie es in ihre Sprache und dann ist es also bald ganz etwas anders. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.
Vielen Dank erstmal, Herr Professor Wiedemann, für Ihren tollen Vortrag, der uns ja nicht nur Mathematik, sondern letzten Endes auch noch Goethes Farbenlehre ein bisschen näher gebracht hat. Ich gucke gerade mal, ob es schon Fragen gibt. Im Chat habe ich noch keine Fragen gesehen. Möchte gern nochmal auffordern, dass Sie sich entweder im Chat bei YouTube mit Fragen äußern oder aber gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch auf dem YouTube-Kanal. Da wir eine leichte Verzögerung zwischen YouTube und unserem Gespräch haben, kann es ein bisschen sein, dass es dauert. Ich gucke aber auch noch mal jetzt bei den E-Mails. Bis jetzt ist noch keine Frage reingekommen. Mich würde jetzt als allererstes mal interessieren, Sie haben ja angefangen, Physik und Mathematik zu studieren. Fühlen Sie, also Sie sind jetzt Mathematiker und im Grunde genommen haben Sie so ein bisschen zwei verschiedene Welten beschrieben. Also die Mathematik, die sozusagen in sich immer logisch ist, und die Schwierigkeit der Übersetzungsleistung zwischen den Naturwissenschaften und der Mathematik. Wie vielleicht auch ja bei Ihnen biografisch, wann hat sich denn rausgestellt, dass Sie Mathematiker sind und kein Physiker? Also weniger beobachtend vorgehen, sondern eben sozusagen als Mathematiker deduktiv vorgehen. Ich bin tatsächlich nie empirisch vorgegangen. Also ich habe in München damals nur theoretische Physik studiert und ich habe nie ein Experiment gemacht. Also ich bin dafür, glaube ich, auch nicht besonders begabt. Ich habe nie Praktika gemacht, wie sie natürlich für ein vollständiges Physikstudium verlangt werden. Also dass ich mich mehr für die Theorie interessiere, das war schon klar. Und ich habe als Schüler so aufs Abitur zu mal einen sehr schönen Kurs mitmachen dürfen über mathematische Struktur der theoretischen Physik, also genau dieser Grenzbereich. Und das hat mich sehr stark fasziniert. Ich habe leider sehr, sehr wenig verstanden von dem Kurs damals. Und deswegen war es meine Ambition, mehr zu verstehen über theoretische Physik. Und als ich im Studium rausstellte, dass ich die Mathematik an sich dann doch deutlich besser verstehen konnte als die theoretische Physik, das ist irgendwie eine andere Denkart, die mir nicht ganz so nahe liegt wie die Mathematik, dann habe ich mich eben dafür entschieden. Aber es ist nicht so, dass ich mich dann eindeutig oder vollständig auf eine Seite gezogen hätte, sondern jetzt mit vielen Jahren Abstand entdecke ich wieder physikalische Ideen, die ich als Student nicht verstanden habe und wo ich jetzt mit einem stärkeren mathematischen Rüstzeug ganz andere Voraussetzungen habe. Und das ist immer wieder eine Quelle von Faszination. Ja, vielen Dank. So, jetzt kommen auch die ersten Fragen rein. Ein außerordentlich gelungener Vortrag. Sie sagten, dass man sich der Korrektheit der Mathematik nicht sicher sein kann. Hat es schon jemand versucht, mit Mathematik die Widerspruchsfreiheit ihrer selbst zu beweisen? Oder wäre so etwas denkbar? Das ist sehr denkbar und aber leider nicht möglich. Also die Person, die sich vor allem damit beschäftigt hat im 20. Jahrhundert, war Kurt Gödel, der bekannteste mathematische Logiker bis heute, der genau solche Fragen gestellt hat. Also gibt es eine Grenze dieser Methode? Gibt es eine Grenze dessen, was man in der Mathematik beweisen kann? Unter anderem eben solche selbstbezüglichen Aussagen, wie eben die Person, die Frage gestellt hat, ganz clever formuliert hat, kann die Mathematik ihre eigene Widersprüchlichkeit beweisen, und die Antwort lautet im Wesentlichen nein. Das ist also der Inhalt der sogenannten Gödel'schen Unvollständigkeitssätze. Insofern ist es eben dann doch so, dass es für diese logischen Methoden immer noch eine Forschung gibt, die Möglichkeiten und Grenzen ganz grundsätzlicher Art der Mathematik aufzeigen will.
Ja. Insofern, wenn ich hier ein Overselling betrieben habe, indem ich sage, dass die Mathematik das alles kann, dann ist das insofern auch nicht ganz richtig. Jetzt haben wir noch eine Nachfrage zu der Frage zwischen theoretischer Physik und der Mathematik, beziehungsweise dem Mathematiker. Die Frage ist, was machen, denken theoretische Physiker anders als Mathematiker? Das würde ich auch gern wissen, wie die denken, ja. Also, ich kann nur aus der Erfahrung meines Studiums berichten. Theoretische Physiker sind natürlich im Endeffekt doch Physiker. Und das bedeutet, dass sie völlig nachvollziehbarerweise und sinnvollerweise wissen wollen, was denn nun wirklich passiert. Und dazu sind ihnen sozusagen alle Mittel recht. Das heißt, wenn ein Physiker eine Herleitung macht, einer Formel oder wenn er bestimmte Modellgleichungen aufstellt, dann sind diese Überlegungen fast nie so rigoros wie das, was wir in der Mathematik machen. Wir haben den Anspruch, wirklich alles streng zu beweisen. Und Physiker haben eher ein Erkenntnisinteresse daran, was jetzt eigentlich passiert. Und wenn jemand sagt, gut, das ist irgendwie plausibel und das entspricht meiner Intuition und damit arbeite ich mal weiter, dann kann derjenige später sagen, ja, es stimmt ja auch mit den Beobachtungen überein, deswegen ist das, was ich gemacht habe, offensichtlich richtig. Und als Mathematiker würde man sagen, na gut, ich bin nicht davon überzeugt, dass das unbedingt richtig ist, sondern ich will das wirklich viel detaillierter beweisen können. Und das ist ein Grund dafür, warum in vielen Bereichen die mathematische Physik, wie sie von Mathematikern betrieben wird, der theoretischen Physik, wie sie von Physikern betrieben wird, auch immer ein paar Jahrzehnte hinterherhängt. Zum Beispiel wird immer noch erforscht, bei Mathematikern, wie man die Stabilität der Materie beweisen kann, wie man zum Beispiel die Stabilität großer Moleküle beweisen kann. Das ist eine Frage, die sich Naturwissenschaftler eigentlich gar nicht stellen, weil sie ja sehen, dass die Moleküle stabil sind. Es gibt für einen physikalischen Chemiker in dem Falle eigentlich keine interessante Fragestellung. Und unser eins findet die Fragestellung sehr wohl interessant. Naja, also das sind so Unterschiede in der Denkweise. Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, wie sich zwischen dem theoretischen Physiker und dem Mathematiker der Sozialwissenschaftler sozusagen positioniert. Von dem, was Sie gerade gesagt haben, würde ich sagen, der Sozialwissenschaftler ist deutlich näher beim theoretischen Physiker als beim Mathematiker. Das würde ich so unterschreiben. Also Sozialwissenschaften, sofern sie empirisch betrieben werden, naja, sind eben empirische Sozialwissenschaften. Und da gibt es natürlich auch mathematische Anknüpfungspunkte. Also natürlich sehr stark im Bereich der Statistik. Wir haben in Ulm natürlich auch eine starke mathematische Statistik, und eine starke Ökonomie, die auch in ökonomischen und sozialen Kontexten Anwendung finden. Aber natürlich immer nur auf der Grundlage von Daten, die erhoben worden sind. Insofern ist das eindeutig ein empirisches Fach. Und dann gibt es natürlich eine andere Art von Sozialwissenschaften, die nicht empirisch arbeiten. Also qualitative Methoden der Sozialforschung sind ja auch eine wichtige Forschungsrichtung. Und das passt wieder irgendwie gar nicht in das hinein, was ich heute Abend gesagt habe. Das sind dann vielleicht eher hermeneutische Fächer. Ja, aber da kann ich auch wenig zu sagen. Gut, jetzt haben wir noch mal eine Nachfrage, auch bezogen auf die Axiome. Könnte man die Mathematik auch einfach auf andere Axiome aufbauen, wie beispielsweise die natürlichen Zahlen durch andere Axiomen definieren als das Peano-Axiom? Ja. Also da hat man häufig in der Tat eine gewisse Wahlfreiheit. Sozusagen der weniger interessante Aspekt ist, dass man natürlich ein Axiom durch ein anderes austauschen kann und die resultierenden Axiomensysteme sind äquivalent. Ja. Also jetzt, weil die Frage auch spezifisch um die natürlichen Zahlen ging. Man könnte, also ich weiß jetzt nicht, ob das dann wirklich funktioniert, aber ich könnte mir vorstellen, dass man eins der Axiome, dann natürlich der Peano-Axiome, ersetzt, zum Beispiel durch das
Kommutativgesetz. Ja, und dann könnte man aus diesem Kommutativgesetz, das nun den Status eines Axioms hätte, eben das andere, was vorher ein Axiom war, herleiten. Und dann wäre das eben äquivalent. Interessant ist aber auch das Phänomen, dass man Axiome so verändert, dass man eine ganz andere Theorie kriegt. Ja, dass die Axiomensysteme dann nicht mehr äquivalent sind. Und das historisch interessanteste Beispiel ist das der nicht-euklidischen Geometrien. Also ich habe diese euklidischen Axiome erwähnt für die Ebene Geometrie. Und eins dieser Axiome war immer umstritten. Also man wusste nicht, vielleicht kann man es doch aus den anderen Axiomen beweisen und dann braucht man es eigentlich nicht so recht. Und erst im 19. Jahrhundert haben dann Leute wie Gauss und Boyal und Lobachevsky und später Poincaré Geometrien entwickelt, in denen sie dieses umstrittene Parallelenaxiom durch ein anderslautendes und substanziell verschiedenes Axiom ersetzt haben. Und dann kriegt man eine ganz andere Geometrie, die aber auch interessant ist. Zum Beispiel die Geometrie, die der allgemeinen Relativitätstheorie zugrunde liegt, ist so ein Beispiel für eine nicht-euklidische Geometrie. Mhm. Jetzt haben wir noch zwei Fragen, erstmal beim YouTube-Chat und dann kommen noch ein paar Fragen per E-Mail. Die Fragen jetzt beim YouTube-Chat sind, wie groß ist denn Ihre Gewissheit, dass auch die Beweise aller uns bekannter Theoreme richtig geführt sind? Und vielleicht gleich daran anknüpfend, es gibt so viele komplizierte Theoreme und Beweise, die von so wenigen Menschen verstanden werden, dass es doch nicht wunderlich wäre, wenn dort tatsächlich Fehler stecken. Ja, das ist nicht nur nicht wunderlich, sondern auch der Fall. Also es gibt, wie völlig richtig hier angemerkt wurde, eine unüberschaubare Anzahl an Theoremen. Nicht jedes Theorem ist so bekannt wie der Satz des Pythagoras oder die Gaußsche Summenformel, sondern es werden tagtäglich, also allein in meinem Spezialgebiet der Analysis partieller Differentialgleichungen, werden auf den relevanten Preprint-Server weltweit täglich 10 bis 20 neue Forschungsartikel hochgeladen. Das kann selbstverständlich kein Mensch alles lesen, geschweige denn so genau lesen, dass man nun wirklich mit Sicherheit überprüfen könnte, ob die Beweise alle stimmen. Und das ist eine Sache, über die ich auch gerne gesprochen hätte, aber die jetzt einfach nicht in diesen Rahmen gepasst hat. Inwiefern ist denn dieses Bild von Mathematik, das ich gegeben habe, das so dem Mainstream in der Philosophie der Mathematik entspricht, tatsächlich zutreffend unter solchen soziologischen Aspekten? Ja? Also es heißt ja, jeder kann doch die logischen Schlussfolgerungen nachvollziehen und jeder sollte im Grunde, jeder rationale Mensch sollte prinzipiell in der Lage sein, einen Beweis als korrekt oder inkorrekt zu beurteilen. De facto können das natürlich ganz wenige Menschen. Ja, und für 95% der Mathematik, die im Moment erforscht wird, bin ich selber auch nicht kompetent zu beurteilen, ob das jetzt alles stimmt oder nicht, einfach weil das Fach sehr, sehr stark spezialisiert ist. Und aufgrund dieser Effekte kommt es dazu, dass wissenschaftliche Aufsätze publiziert werden, die zum Zeitpunkt der Publikation, wenn es gut läuft, von 2 oder 3 Personen, diesen Gutachtern, im Peer-Review-Prozess gelesen wurden. Aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Gutachter eventuelle Fehler finden. Man weiß nicht, wie genau die Gutachter das gelesen haben. Man weiß nicht, wie genau sie das verstanden haben. Und es passiert, ich will nicht sagen ständig, aber es ist mir schon mehr als einmal passiert, dass ich eine veröffentlichte und einen, ja, den Peer-Review-Prozess durchlaufende wissenschaftliche Arbeit in meinem Fachgebiet studiert habe und festgestellt habe, dass da teilweise substanzielle Fehler auch drinstecken. Insofern aus dieser soziologischen Perspektive sind mathematische Forschungsergebnisse eben auch nicht gewiss. Also eine Fehlerwahrscheinlichkeit besteht leider immer noch. Noch eine weitere Frage. Gibt es Axiome, aufgrund deren man mit der Mathematik Dinge beweisen kann, die völlig unserer Vorstellung widerstreben? Ich glaube, auch da sind die nicht-euklidischen Geometrien ein gutes Beispiel. In nicht-euklidischen Geometrien müssen die Axiome so interpretiert werden,
dass Sie der umgangssprachlichen Verwendung der Begriffe sehr stark widersprechen. Also in hyperbolischer Geometrie zum Beispiel sind das, was in einem mathematisch-technischen Sinne dann die Geraden sind, in der üblichen Visualisierung Kreise. Ja, und das führt natürlich zur Verwirrung, weil man plötzlich eine Geometrie hat, wo die Objekte, die die Eigenschaften der Geraden haben, wie Kreise aussehen. Vielleicht ist das ein Beispiel, wo man sagen kann, ja, wenn man Axiomensysteme entsprechend wählt, kann es vorkommen, dass man was ganz anderes kriegt, als man anschaulich erwarten würde. Ja, nochmal ein Dank für den tollen Vortrag hier per E-Mail. Und dann die Frage, könnte man formalistische Mathematik von Rechnen unterscheiden, wobei das Rechnen für viele andere Wissenschaften ein äußerst nützliches bis unverzichtbares Werkzeug ist? Ja, auch das ist eine sehr gute Frage, die dementsprechend auch schon sehr vielfältig erforscht worden ist im 20. Jahrhundert. Ja, was bedeutet Rechnen? Ich will es mal so fassen, dass Rechnen per Definition etwas ist, was ein Computer machen kann. Ja. Wenn ich und tatsächlich die Beobachtung aus der Frage ist ganz richtig, wenn ich also einen formalistischen Zugang habe und es geht wirklich nur darum, Zeichenketten zu manipulieren durch festgelegte Regeln, dann ist das etwas, was ich programmieren kann. Also wenn ich programmieren könnte, ja. Was sozusagen uns Mathematiker arbeitslos machen würde. Aber es war tatsächlich, ich weiß gar nicht, wer als erster, ich bin mir nicht sicher, ob nicht sogar Hilbert selbst schon solche Visionen hatte. Es ist da in Polen auch viel passiert, Leute wie Tarski und so. Auf jeden Fall hat man im 20. Jahrhundert sehr große Hoffnungen drauf gehabt, dass die Mathematik letzten Endes algorithmisierbar ist, dass man also Beweise automatisiert führen könnte. Man muss ja sozusagen wie bei einem Schachcomputer, also okay, die gängigen Schachprogramme sind nicht so einfach, wie ich das jetzt sage, aber grundsätzlich könnte ich wie bei einem Schachcomputer doch einfach alle möglichen Manipulationen meiner Zeichenketten, ja, alle möglichen Spielzüge sozusagen ausprobieren und durchrechnen und dann gucke ich, was rauskommt. Und wenn ich Glück habe, ist am Ende der Satz des Pythagoras dabei. Ne? Das Problem ist, dass die Komplexität viel zu hoch ist. Also wenn ich auf blöd ein Computerprogramm einfach ein bisschen ausprobieren lasse, dann komme ich in Wirklichkeit gar nirgends hin, sondern um sozusagen diese mathematischen Vorgehensweise in die richtige Richtung zu lenken, braucht man nach wie vor ein hohes Maß an Intuition, die eben auch mit künstlicher Intelligenz und so weiter, zumindest mit den bestehenden Methoden, ich denke auch in den nächsten Jahrzehnten und wahrscheinlich auch für immer, noch den Menschen vorbehalten bleibt. Also etwas anderes ist es, Entschuldigung, nur ganz kurz dazu noch, was Einfacheres ist es, einen gegebenen Beweis auf Korrektheit überprüfen zu lassen. Das können Computer ganz gut. Aber das Problem daran ist, dass man dazu einen Beweis so aufschreiben müsste, dass es im Grunde der Syntax des Programms entspricht. Man müsste also den Beweis, so wie ich das an einem Beispiel gezeigt habe, wirklich nur in Prädikatenlogik schreiben. Und die Beweise, die heutzutage durchgeführt werden in der aktuellen Forschung, sind so komplex, dass sie eigentlich nur funktionieren, indem man gewisse Abkürzungen einbaut und an manchen Stellen eben doch auf die Intuition der Leserin oder des Lesers appelliert. Niemand ist in der Lage, solche komplexen Beweise so aufzuschreiben, dass ein Computer das de facto überprüfen könnte. Jetzt gibt es eine konkrete Frage zur Folie 15. Ist es richtig, angenommen auch minus 2 wäre Element der Menge m, dann wäre die Menge m nicht gleich der Menge der natürlichen Zahlen, obwohl die Voraussetzung der Schlussfolgerung dennoch erfüllt sein könnte? Gut, wir gucken uns mal Folie 15 an. Vielleicht teile ich da noch einmal meinen Bildschirm. Als Mathematiker freut man sich immer, wenn auch ein bisschen technische Fragen gestellt werden. Also, ja, es sind ja noch weitere Fragen. Also ich bin
Also ich kann hier auch noch länger bleiben. Sie wollen vielleicht den Feierabend. Und na, das alles, Publikum alles in Ordnung. Sein, also noch, das Publikum kann sich ja ausklinken, wann immer es möchte, sodass man hier vielleicht ohne schlechtes Gewissen auch ein bisschen überziehen kann. Dann also gehen wir einfach die Fragen weiter durch, genau. Also was war jetzt die... Was war jetzt? Also ich sage nochmal, ja. Ist das richtig? Angenommen auch minus 2 wäre Element der Menge m. Dann wäre die Menge m nicht gleich der Menge der natürlichen Zahlen, obwohl die Voraussetzung der Schlussfolgerung dennoch erfüllt sein könnte. Ja, deswegen haben wir hier, die erste Voraussetzung sei m Teilmenge der natürlichen Zahlen. Ja, und die schließt das Szenario, das hier beschrieben wurde, aus. Also ich darf natürlich nur mit einer Menge anfangen, die nur natürliche Zahlen enthält, und nur mit so einer Menge darf ich dieses dieses Induktionsprinzip anwenden. Dann die nächste Frage. In der Physik gibt es Gedankenexperimente und diesen Weg hat auch zum Beispiel Einstein bei der speziellen Relativitätstheorie beschritten. Gibt es Gedankenexperimente in der Mathematik? Gibt es Gedankenexperimente in der Mathematik? Ja, im Grunde ist das ganze Fach ein einziges Gedankenexperiment, so könnte man sagen. Also was es durchaus gibt, ist natürlich sowas wie experimentelle Mathematik. Das läuft dem zuwider, was ich präsentiert habe, weil es auch eher eine Nische ist. Aber gerade bei Mathematikern, die sich auch sehr für Programmieren und Algorithmen begeistern, ist es natürlich schon so. Es gibt eine zahlentheoretische Vermutung, die man nicht allgemeingültig beweisen kann. Aber was man natürlich machen kann, ist das mit Computern ausrechnen zu lassen bis zu sehr hohen Zahlen und sich davon zu überzeugen, dass es wohl bis zu einer gewissen Schranke zumindest auf jeden Fall richtig ist. Und gut, aber das ist in dem Sinne auch kein Gedankenexperiment, es ist mehr ein Computerexperiment. Insofern, ich glaube, der Begriff des Gedankenexperiments ist für die Mathematik nicht so einschlägig, weil eben das ganze Fach sich in Gedanken ausbreitet. Und deswegen, ja, vielleicht der erste Impuls, den ich hatte, ist auch der, den ich jetzt noch habe. Also die gesamte Mathematik könnte, wenn überhaupt, dann als ein Gedankenexperiment beschrieben werden. Haben Informatik und Ingenieurwissenschaften bei Quellcodierung, Kanalkodierung oder Kryptographie einen deduktiven oder empirischen Ansatz oder beides? Das ist eine gute Frage, ob in welchem Bereich die Informatik jetzt fällt. Es ist also zumindest die theoretische Informatik und die Entwicklung von Software hat de facto immer einen empirischen Anteil, weil ich ja immer mein Programm erstmal laufen lasse und dann finde, dass alles fehlerhaft ist und dann muss ich die Fehler korrigieren und so weiter. Aber die Informatik ist in so einer wissenschaftstheoretischen Systematik in dem Sinne keine empirische Wissenschaft, weil sie sich ja nicht mit Naturphänomenen im engeren Sinne befasst, sondern mit artifiziellen Konstrukten wie eben Computern, die auch rein gedanklich untersucht werden können. Also der Kollege Schöning aus der theoretischen Informatik, für ihn ist ein Computerprogramm nicht etwas, was hier wirklich an einem materiellen Computer irgendwo elektronisch gespeichert ist, ja, sondern für ihn ist ein Computerprogramm eigentlich ein mathematisches Objekt. Es gibt ja in der Informatik, in der theoretischen Informatik zumindest die Praxis, dass man Theoreme auch beweist über Software, ja, über Computerprogramme. Und diese Beweise sind dann natürlich deduktiver Art und die Axiome sind gewissermaßen das, was man ins Programm hineinsteckt, was man also als Programmierleistung erbringt. Dann haben wir eine Frage, die sich, glaube ich, da nochmal dran anknüpft. Sie formulierten sinngemäß die Frage, ob Mathematik, obwohl keine empirischen Daten eingehen, zum Beispiel physikalische oder andere angewandte Ergebnisse, erklären könne. Ist es nicht umgekehrt so, dass genau weil keine empirischen Grundlagen eingehen, Mathematik die Beschreibung verschiedenster Phänomene erlaubt? Ja, da ist schon was dran.
das finde ich selber auch in meiner Forschung immer wieder faszinierend, dass man mit ein und demselben mathematischen Modell häufig völlig unterschiedliche Naturphänomene beschreiben kann. Also es gibt Gleichungen, mit denen kann man die Strömung von Flüssigkeiten genauso beschreiben wie das Schwarmverhalten von Vogelschwärmen, ja, und genauso wie die Bildung eines Verkehrsstaus. Das ist wirklich eine faszinierende Sache, und es ist schon, ich denke, es ist da ist schon was dran, was in der Frage formuliert wird. Dadurch, dass Mathematik eben ihr Modell nicht ausrichtet an spezifischen Messdaten und für andere Messdaten ein ganz anderes Modell herangezogen werden müsste, ist die Mathematik eben auch so vielseitig und auf so viele unterschiedliche Probleme anwendbar. Ich muss aber auch sagen, es gibt natürlich Fächer, die genauso a priorisch arbeiten wie die Mathematik, zum Beispiel die theoretische Philosophie, ja, ich will nicht sagen, dass die Erkenntnistheorie zum Beispiel keine Anwendungen hätte, aber sicherlich nicht in der gleichen Weise wie die Mathematik. Und auch da geht man ja, a priorisch häufig vor. Wobei die Begriffe, die Sie benutzt haben mit Deduktion, Induktion, kommen ja genau auch aus diesem Kontext heraus, oder? Also aus der Erkenntnistheorie. Ja, also. Das sind wissenschaftstheoretische und damit im Grunde auch erkenntnistheoretische Konzepte. Das heißt, um überhaupt über Mathematik nachdenken zu können, braucht man natürlich gewisse Konzepte und Vorstellungen von Wissenschaft und von Logik und so weiter. Und das alles fällt ja in die Domäne der Philosophie. Deswegen, ich will überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie keinen Nutzen hat. Der Punkt ist nur, man kann Mathematik auch dann betreiben, wenn man keine Ahnung von Philosophie hat. Das ist dann zwar schade, aber sozusagen der Anwendungsnutzen der Mathematik zeigt sich auch dann, wenn man diese Grundlagenfragen sich nicht stellt. Also ich kenne sozusagen immer den Streit zwischen den Naturwissenschaftlern, die der Meinung sind, die Mathematik sei ihre Hilfswissenschaft, was Mathematiker sicherlich nicht gerne hören, und die Vereinnahmung der Philosophie, die sagt, im Grunde genommen ist die Mathematik ein spezieller Teildisziplin der Philosophie. Ja, das ist so ein reduktionistischer Ansatz, der jetzt spezifisch in Bezug auf Mathematik von Frege zuerst formuliert wurde, der also sehr viel Mühe aufgewendet hat, nachzuweisen, dass die Arithmetik sich in reiner Logik auflöst und die reine Logik in dem Sinne der Philosophie zugerechnet werden kann. Ja, das ist ein Ansatz, den man in theoretischer Weise haben kann. Also das ist ja, wie Sie sagen, auch in den Naturwissenschaften der Fall. Dann will man Biologie auf Chemie reduzieren und Chemie auf Physik und Physik auf Mathematik und Mathematik auf Logik, und am Ende ist alles reine Logik. Fand ich so als Jugendlicher mal ganz faszinierend, den Gedanken, aber ich glaube, es führt nirgends hin, weil diese Reduktion, selbst wenn sie theoretisch möglich sein sollte, wogegen es auch genug Einwände gibt, dann trotzdem praktisch völlig undurchführbar ist. Nochmal ein Lob, toller Vortrag. Oft bestehen, speziell wie in der normalen Sprache, ja zwischen den Naturwissenschaftlern und Mathematikern Verständigungsprobleme. Wenn es Diskrepanzen gibt, wer entscheidet dann über die richtige Übersetzung für die Beschreibung des Problems? Hat sich das Verhältnis zwischen Mathematik und Naturwissenschaft durch die numerische Mathematik in den letzten Jahren nachhaltig verbessert? Also der letzte Frageteil, den würde ich eindeutig bejahen. Tatsächlich diese numerische Mathematik und das wissenschaftliche Rechnen ist ja erst, je nachdem, wo man den Beginn setzt, wenige Jahrzehnte alt. Alan Turing hat eigentlich erst angefangen, vor 70 Jahren oder so darüber nachzudenken. Und dass Computersimulationen wirklich so mächtig sind, dass man damit aktuelle wissenschaftliche Probleme angehen kann, das ist wirklich eine ziemlich neue Erscheinung. Und ich glaube, eine, die den Naturwissenschaftlern sehr stark hilft.
bis zu dem Grad, dass sie das aus der Mathematik sozusagen selber importieren und sagen, wir brauchen eigentlich keine Mathematiker, wir machen unsere Simulationen selbst. Da steckt dahinter, wenn zum Beispiel jemand Computational Physics betreibt, also wissenschaftliches Rechnen in der Physik, das sind dann oft keine Mathematiker mehr, sondern zum Beispiel Physiker. Aber das ist auf jeden Fall ein Trend, der natürlich in absehbarer Zukunft auch noch eine größere Rolle spielt im Zusammenhang mit Data Assimilation, Data Mining, Data Science insgesamt. Da sind wir in Ulm auch sehr aktiv in diesem Gebiet und versuchen da wirklich auch erfolgreich am Zahn der Zeit zu sein. Aber ich glaube, es gab im ersten Teil der Frage, da können Sie das nochmal vorlesen, Entschuldigung. Also es geht um sozusagen die Verständigungsprobleme zwischen Naturwissenschaftlern und Mathematikern. Ja. Und dann, wenn es Diskrepanzen gibt, wer entscheidet dann über die richtige Übersetzung für die Beschreibung des Problems? Ja. Ja, klar, es gibt natürlich keine Instanz, die das zentral entscheiden könnte. Insofern natürlich bei so einer Kooperation und bei so einer Modellierungsprojekt, der praktische Nutzen im Vordergrund steht, entscheidet sich das am empirischen Erfolg des Modells. Also wenn man an die heutige Situation denkt, dann entscheidet sich die Frage, ob das SIR-Modell der Epidemiologie wirklich geeignet ist für die aktuelle Situation, daran, ob eben die Vorhersagen dann eintreten oder nicht. Insofern ist die Empirie, die Natur, wenn man sie allegorisiert, wäre dann diese Instanz, die über die Adäquatheit des Modells entscheidet. Es gibt aber auch das Phänomen, dass irgendjemand ein völlig unbrauchbares Modell entwirft, das dann trotzdem weiterhin mathematisch untersucht wird. Ich denke an die Burgers-Gleichung aus der Turbulenztheorie, die mit Turbulenz eigentlich sehr wenig zu tun hat. Und trotzdem ist es ein interessantes Modell, ein vereinfachtes Modell, an dem mathematische Analytiker bestimmte Methoden in einem einfachen Falle erstmal ausprobieren können, bevor sie das auf realistischere Modelle ausdehnen können. Jetzt haben wir noch mal eine Frage, die sich mit Kurt Gödel beschäftigt. Die Beschreibungssprache der Regeln der Natur und Physik ist im Grunde die Mathematik. Kurt Gödel sagt uns aber, dass wir nicht alle mathematischen Aussagen beweisen können. Und jetzt die Frage, können wir deswegen überhaupt eine universelle Beschreibung der Natur und Physik erhalten? Ja, das, ich glaube, Leibniz war der Erste, der diese Frage gestellt hat. Er hat als Erster dieses Projekt formuliert, eine Universalsprache. Und die Person, die Frage gestellt hat, sieht Mathematik als diese Universalsprache. Das freut mich natürlich, aber ich bin auch nicht ganz davon überzeugt. Ich glaube, man muss gar nicht bis Gödel gehen. Ich glaube, man muss gar nicht tief in Fragen der Beweistheorie und der Logik des 20. Jahrhunderts einsteigen, um die Grenzen dieser Methode zu erkennen. Denn wenn wir wieder auf Philosophie zurückgreifen, in der Sprachphilosophie ist es inzwischen natürlich ein Gemeinplatz, dass diejenigen Logiken, die sich aus der Mathematik und für die Mathematik entwickelt haben, also klassische Prädikatenlogik hauptsächlich, eben nicht eignen, um in jedem Falle über außermathematische Probleme zu sprechen. Und es gibt heute in der philosophischen Forschung auch immer wieder Versuche, Logiken vorzuschlagen, die sozusagen die Umgangssprache besser modellieren sollen als diese mathematische Prädikatenlogik. Insofern, gut, aber ich glaube, die Frage war ja auch nur sozusagen im Hinblick auf Naturwissenschaften formuliert. Und da glaube ich, ist Gödel jetzt nicht unbedingt ein Hindernis. Also Gödel sagt, okay, es gibt zum Beispiel Aussagen, die sich in der Sprache der Arithmetik formulieren lassen, aber innerhalb dieser Sprache nicht beweisen lassen. Es sagt aber niemand, dass diese Aussagen solche sind, die einen interessieren. Also es ist durchaus konsistent mit den Unvollständigkeitssätzen, dass alles, was man wirklich wissen will, dann auch tatsächlich mathematisch zugänglich ist.
Ob das der Fall ist, naja, und dann, das ist, die Sache mit Gödel ist auch nicht ganz so einfach, weil er ja nicht einfach sagt, es gibt mathematische Sätze, die überhaupt gar nicht bewiesen werden können, sondern sozusagen, die nur innerhalb des Formalismus nicht bewiesen werden können, indem sie formuliert sind. Wenn ich also in einem anderen System arbeite, kann ich dann vielleicht die Aussage doch wieder beweisen. Aber das sind sehr intrikate Probleme der mathematischen Logik, mit denen ich mich selber zugegebenermaßen auch nicht unbedingt auskenne. Gut, dann erstmal vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch am Schluss eine Frage, die uns wieder auf die sozusagen Grundprobleme unseres Familienlebens vielleicht auch zurückführen. Die Frage ist, wozu brauche ich das denn? Wird im Mathematikunterricht bei mir Klasse 11 bis 13 oft gestellt. Wir haben es also offensichtlich mit einem Lehrer zu tun. Übrigens, diese Frage kenne ich auch aus unserer Familie, von meinen Töchtern. Was antworten Sie einem Schüler oder einer Schülerin da drauf? Wozu brauche ich denn Mathematik? Das ist ein wirkliches Problem, weil eben Anwendungen häufig schwieriger sind als reine Theorie. Weil zum Beispiel, also Mathematik, Klasse 11 bis 13, da fängt man ja auch schon mit Differential- und Integralrechnung an. Ich glaube, eine Antwort kann man wirklich mit Newton geben. Er hätte die Naturgesetze seiner klassischen Mechanik nicht mal formulieren können ohne den Begriff der Ableitung. Und ich glaube, man kann zum Beispiel den Nutzen des Ableitungsbegriffs schon am Konzept der momentanen Geschwindigkeit erklären. Also man lernt vielleicht in der, ich weiß nicht, 9. Klasse oder 10. Klasse, dass die Geschwindigkeit einfach ja, Weg geteilt durch Zeit ist. Und das trifft ja nur auf gleichförmige Bewegungen mit konstanter Geschwindigkeit zu. Und man kann, glaube ich, auch in der 11. oder 12. Klasse bereits erklären, dass man ja beim Autofahren nicht immer mit konstanter Geschwindigkeit fährt, sondern mal schneller und mal langsamer fährt. Und um wirklich aussagen zu können, was heißt es überhaupt, dass ich in diesem einen Moment 100 Stundenkilometer schnell bin, da brauche ich bereits die Konzepte der Differentialrechnung und erst recht, um die Sachen dann auszurechnen. Also, anderes schönes Beispiel, das muss man vielleicht dann in der Schule gar nicht durchrechnen bis aufs Letzte, aber man kann schon auch sagen, wenn man einfach auch nur berechnen will, wie sich ein Planet um eine Sonne bewegt, dann braucht man dafür eben auch Differential- und Integralrechnung. Ja, super. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für den tollen Vortrag und vor allem auch für die spannende Diskussion. Ich glaube, ja, da gilt unser Dank natürlich auch den Zuhörern, die diese Fragen gestellt haben. Es sind auch insgesamt über 60 Teilnehmer gewesen, Zuhörer gewesen. Jetzt waren es noch knapp 30 Teilnehmer. Also Sie sehen auch, da war jetzt noch ein großes Bedürfnis, dann auch die Diskussion zu verfolgen und gar nicht so sehr der Drang, dann sozusagen zum abendlichen Bier oder Wein, dass Sie sich jetzt aber sicherlich verdientermaßen auch bald gönnen dürfen. Herr Professor Wiedemann, nochmal vielen herzlichen Dank für den heutigen Vortrag. Ich hoffe, wir können Sie nochmal irgendwann im Studium Generale zu einem anderen mathematischen Thema begrüßen. Für heute nochmal vielen herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Abend. Für alle anderen auch nochmal herzlichen Dank und der Hinweis auf die nächste Veranstaltung am kommenden Montag, 16.11., wieder um 18:30 Uhr haben wir Professor Banke. Er wird über Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsethik sprechen, kommt von der Hochschule Reutlingen und da geht es eben um die Frage, ob Wirtschaftsethik nicht ein Widerspruch in sich selbst ist. Und wir haben jetzt in dieser Woche noch zwei Veranstaltungen, die für Sie interessant sein könnten. Einmal am Donnerstag Vormittag um 10 Uhr gibt es bei uns ein Online-Kolloquium zum Thema digitale Souveränität praktizieren in Stadt und Nachbarschaft. Hier geht es um demokratische Digitalpolitik. Wir haben hier eine Doktorandin vom Weizenbaum-Institut aus Berlin eingeladen. Und am Abend gibt es noch einen Vortrag über die Nutzung moderner Technik im Alltag und das Technikerleben älterer Menschen von
Frau Dr. Schlohmann und Professor Wahl vom Netzwerk Alternsforschung. Alle weiteren Informationen und auch die Informationen zu diesen Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite des Studium Generale oder auf der Webseite des ZAWIF. Wir würden uns freuen, Sie sind demnächst wieder bei uns dabei, und Ihnen allen jetzt einen guten Abend und bleiben Sie gesund.